Leute, willkommen bei Carbase. Ich heiße Carmel Abste. Heute haben wir Audi gegen Mercedes, RS6 C8 gegen den E63S. Und hier haben wir von Beckum Sportwagenvermietung den RS7 Performance. Ich bin mal gespannt. Schreibt mal in den Kommentaren, was ihr meint, wer gewinnt. Wer nicht gewinnt, Allrad, alle drei, Quattro gegen Formatic Plus. Und viel Spaß wünsche ich euch. Bevor das Rennen angeht gegen den RS6 E63S, möchte ich mich noch bei LVM Blemo Nehmen bedanken für das Sponsoring. Wenn da mal Probleme gibt, versicherungstechnisch, könnt ihr euch da gerne melden. Akram Gutachter, wenn es mal krachen sollte, könnt ihr euch da auch gerne melden. Schöne Grüße und an Rewe, Oleg Scheifler, für die Verpflegung hier vor Ort und das Sponsoring. Schöne Grüße gehen dahin und das Rennen kann beginnen. So hier. Genau. Und ready. Du hättest mehr rausholen können, du hast doch zu wenig Launch gemacht. Ach so, quasi. Zu wenig Launch, ja. So Leute, jetzt ist Rolli 50 angesagt, ab 50 und dann auf geht's. Und ja, ich bin mal gespannt. E63 ist schon richtig stark, aber Audi macht das. Krass, ne? Dass der fast 4 Jahre neuer ist. Und unglaublich, ne? Also das muss ich auch echt sagen, Audi, dass sie da nicht irgendwie so ein RS6 Plus machen oder so. Kommt bestimmt noch. Ja, irgendwie sowas, weißt du, dass da... Haben ja auch schon viel was hinterlassen, ne? Ja, diese, weißt du ja wer. So Leute, wir machen das zweite Mal Rolling 50. Der E63 ist schon richtig stark, ey. Ja, der C8, wie gesagt, meiner Meinung nach, wenn ich das so beurteilen dürfte, würde ich Audi auf jeden Fall mal vorschlagen, so ein RS6 Plus zu machen oder RS7 Plus. Und naja, mal gucken. Aber der fühlt sich einfach... Ja, ich habe jetzt viel bestellt. Da warte auf nächstes Jahr, was da alles bei mir reinkommt. Echt? Ja.
Also Leute, wenn ihr mal irgendwann mal im Kreis Gütersloh Bielefeld ein schönes Auto mieten wollt mit gutem Service, Sportwagen Beckum, schöne Adresse, gute Adresse, die Jungs sind cool drauf. Und ja, das war auf jeden Fall das Rennen. C8, wie gesagt, meiner Meinung nach könnte etwas stärker sein. E63 richtig, richtig stark. Und der R7 Performance, den ich damals auch schon gefahren bin, ist immer noch ein richtig gutes Auto, auch wenn es in die Jahre gekommen ist. Und ja, das war's auf jeden Fall. Und bis bald.